Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute haben wir mal ein kleines anderes Video. Und zwar hat meine Mutter diese Pflanze im Mülleimer gefunden und Benny versucht, sie zu retten. Ich denke, dass das halt mehrere Teile werden. Das heißt, wenn du es nicht verpassen willst, was mit dieser Pflanze passiert, dann folge doch dem Kanal oder lass ein Like da. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Also, meine Mutter war im Mülleimer und hat diese Pflanze ganz unten gefunden. Da oben waren halt noch so ein paar Tüten drauf gestapelt. Deswegen sieht die Pflanze auch so ein bisschen platt aus. Und ich weiß nicht, ob das für die Pflanze normal ist. Genau, und hat dann zu mir gemeint: guck mal, die Pflanze ist doch noch eigentlich ganz hübsch. Naja. Kannst du die nicht mal retten? Und ich meine so, ja, na klar, warum halt nicht? Ich habe ja hier noch so ein paar Wachstumsboxen frei und wir versuchen das mal, ne? Das heißt, mal gucken, ob wir sie töten oder ob wir sie noch mal hinkriegen. Mal gucken. Also ich denke, also wir gucken uns die Pflanze halt erstmal an. Ich denke, dass es eine Calathea marcoiana ist. Sorry für das Namenbutschern. Wenn du anderer Meinung bist, dann so, na, Benni, wie kannst du nur? Das ist die, dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich habe keine Calathea, das heißt, das ist auch noch meine erste. Wir gucken einfach mal, was passiert. Oder würde ich mal sagen, ich halte euch auf dem Laufenden. Das heißt, ich würde so in 14 Tagen oder 3 Wochen so ein kleines Update-Video machen und mal gucken, ob wir so erfolgreich getötet haben oder auch nicht. Genau, wir gucken uns die Pflanze erstmal an. Das habe ich persönlich schon gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier unten gibt es halt so manchmal so kleine Stellen oder Punkte an den Blättern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Nee, ne? Und zwar, ich würde darauf hinweisen, dass die Pflanze mal Tripse hatte. Also ja, hatte sie, denn ich habe sie halt auch schon mit einem Mittelchen angesprüht. Was ihr dagegen machen könnt, da habe ich auch schon ein Video für gemacht, das könnt ihr dann da oben sehen. Und zwar habe ich mich persönlich für das schädlingsfreie Spruzid von Neuendorf entschieden. Das ist so die Chemiekeule schlechthin. Ihr könnt auch jede andere nehmen. Aber ich habe da jetzt keine Lust mehr zu, irgendwas Organisches zu nehmen. Habe die Pflanze damit schon ausreichend behandelt, damit ich jetzt hier nichts in meine Wohnung geschleppt, geschleppt oder verschleppe. Was mir halt auch noch auffällt, hier in der Mitte. Ah, ich versuche euch das mal zu zeigen, ne? Genau, da unten, da ist so ein bisschen Sand drin. Das heißt, ich weiß, dass das irgendeiner aus unserem Haus weggeschmissen haben muss. Denn jeder, der irgendwie hier in der Umgebung wohnt, hat Probleme mit Trauermücken. Und eins der Top-Sachen, die man dagegen machen kann, ist natürlich so 2, 3 Zentimeter Sand auf die Oberfläche streuen, damit die Trauermücken nicht mehr von oben die Eier in die Erde legen können. Und ihr gießt dann die Pflanze nur von unten. Das ist so der Standard, den man macht. Damit habe ich auch schon Erfahrungen mitgemacht. Genau, ihr dürft die Pflanze dann halt nur nie mehr von oben gießen. Das ist so der Nachteil daran. Aber ansonsten sieht die Pflanze eigentlich noch ganz okay aus. Von unten ist gar nichts. Genau, und von hier sieht die Pflanze eigentlich ganz schön aus. Ja, sieht ein bisschen komisch von vorne aus, finde ich, weil hier sind so sehr viele, wirklich sehr viele kaputte Blätter drin. Wenn ihr einen größeren Bildschirm habt, dann seht ihr das bestimmt besser als ich. Aber gucken wir doch mal, was daraus wird. Das heißt, wir werden jetzt diese Pflanze aus diesem Topf entfernen. Das heißt, wir drücken jetzt hier mal so ein bisschen dran rum, um das schon mal ein bisschen lockerer zu machen. Und ich hoffe. Wow! Okay, sehr viel Sand. Sehr viel Sand hier an den Rändern. Hat wohl jemand sehr viel Probleme mit Trauermücken gehabt. Die Wurzeln sehen, glaube ich, jetzt erstmal auf den ersten Blick genauso bescheiden aus wie die Pflanze. Warte, ich zeige es euch mal. Das sieht mir alles ein bisschen zu matschig aus, ne? Also ich weiß nicht, ob das für die Pflanze normal ist, aber die Wurzeln sehen irgendwie so ein bisschen sehr komisch aus. Ja. Ich bin Team Semi-Hydro, von daher mag ich so diese ganze Erdgeschichte nicht. Ja, ich würde sagen, wir greifen auch einfach mal ganz fröhlich rein und gucken mal, was passiert. Denn sehr viel kaputt machen können wir da, glaube ich, an der Sache nicht mehr. Genau, da ich Team Semi-Hydro bin, muss diese Pflanze auch erstmal völlig aus der Erde raus. Wie gesagt,
Trauermücken und Co. Ich bin auch Team Fingerbohrer. Das heißt, ich nehme hier einfach meinen Daumen und bohre jetzt hier einfach so wild in der Pflanze rum. So lange, bis wir die Pflanze so ein bisschen separieren können. Das fände ich sehr schön. Dass wir, ich weiß nicht, wie so eine Calathea wächst. Na, das werden wir höchstwahrscheinlich gleich rausfinden. Ich spüre auch, dass meine Mutter die Pflanze gerade frisch gegossen hat. Das ist natürlich jetzt, um die Pflanze umzutupfen, genau das Falsche. Das heißt, wenn ihr euch auch, oder wenn ihr halt auch so eine Pflanze mal gefunden habt, oder habt ihr halt eigentlich auch schon mal eine Pflanze im Müll gefunden oder am Straßenrand und habt ihr die dann wieder hingekriegt? Das würde mich persönlich ganz interessieren. Denn manchmal sieht man ja da irgendwelche Orchideen so halb verwesend, weil jemand gerade umgezogen ist oder ist einfach zu faul oder nicht, die Pflanze ist noch zu schön, um sie wegzuschmeißen. Habt ihr da auch schon mal Erfahrung mitgemacht? Habt ihr sie dann wieder hingekriegt oder wie geht ihr da vor? Ich persönlich würde sie dann danach auch meine Wachstumsbox packen, das heißt, wie ich die aufbaue. Da habe ich ja auch schon ein kleines Video für gemacht, da könnt ihr euch da auch oben mal angucken. Genau, können wir sie jetzt halt schon ein bisschen Wurzeln knirschen, immer ein sehr schönes Geräusch. Oh, Gott sprach und teilte das Meer. Nein, okay. Nee, okay. Oh. Ich versuche jetzt ja gerade so ein bisschen die Pflanze zu teilen. Das wird aber, glaube ich, sehr schwierig. Sie scheinen da irgendwie so ein bisschen komisch zu wachsen, diese Pflanze. Oh, kriegen wir hin, warte mal. No. Oh. Du bist ein ganz schöner Schmetterling. Ich glaube an dich. Schöner Schmetterling. So. Schöner Schmetterling. Okay. Wir haben die Pflanze erfolgreich geteilt. So sieht's aus. Ja, wir teilen sie jetzt noch mehr, damit wir sie auch einfach besser sauber kriegen. Ich hoffe, ich mache sie jetzt nicht ganz tolle tot, aber ich glaube noch mehr. Oh, okay. Noch doller toter kriegen wir sie, glaube ich, nicht. Aber das sieht doch eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Ey, guck mal, die wächst ja so ähnlich wie ein Bambus, oder? Mit diesen Seitentrieben hier? Ach komm, können Sie mir nicht erzählen hier. Ne? Seht ihr diesen kleinen Trieb hier, da genau wo mein Finger ist da? Da wächst ja so ähnlich wie Bambus. Wenn du jetzt auch genau noch so widerstandsfähig bist, dann ist es doch eigentlich genau das Richtige für mich oder für meine Mutter. Okay, guck mal, das ist doch schon so halbwegs okay. Ja, das spülen wir dann jetzt gleich auch noch ab. Naja. Schöner Schmetterling, ich glaube an dich. Okay, guck mal, das ist doch schon so halbwegs okay. Und wir machen weiter. Ich glaube, wir brechen jetzt hier eigentlich, wir brechen uns immer so Stück für Stück durch die Pflanze. Während mein Tisch irgendwie immer dreckiger und dreckiger wird. Also ich mag ja irgendwie so eine Pflanzen vom Tod zu retten oder einfach mal gucken, was daraus wird. Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir die ganze Erde hier von der Pflanze abkriegen. Wie hält man denn eigentlich so eine Calathea? Hast du damit eigentlich schon Erfahrungen mitgemacht? Also ich weiß, dass man Calathea schon im Bauhaus kriegt und von daher scheinen sie ja eigentlich nicht so schwierig zu sein, glaube ich. Damit kann mein Badezimmer ja wieder schön aussehen. Genau, also ich habe nur kurz bei Google mal geguckt, wie so diese Pflanze. wie diese Pflanze so aussieht. Und sie kann eigentlich ganz hübsch aussehen. Ne? Also das, was ich so gesehen habe, wenn diese Büsche so ein bisschen
Oh, ich hasse Erde. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das so, vor allem so nasse Erde, das ist irgendwie so, oder? So nasse, matschige Erde. Genau, also ich habe ja mal kurz bei Google geguckt und da sah diese Pflanze eigentlich gar nicht hübsch aus, wenn sie jetzt nicht so ramponiert wäre wie das Exemplar, was wir jetzt hier gerade vor der Tür haben. Ja, vor allem jetzt ein bisschen größer, ein bisschen buschiger. Aber genau, und wir lernen halt auch gleich, ob wir die Calathea vollständig in Wasser halten können. Also ich würde mal ja sagen, denn man kann ja so gut wie alles pur im Wasser halten. Das heißt zumindest Syngonien eignen sich da super. Philodendren auch. Das Einzige, was du mit so ein bisschen vorsichtig sein solltest, ist so diese ganzen Farnarten. Okay. Genau. Genau, und ich finde irgendwie Erde so ein bisschen. Vielleicht bin ich auch schon zu neutral, was Semi-Hydro angeht, denn in Semi-Hydro lernt man ja eigentlich, dass alles so neutral und unorganisch ist, wie es halt auch nur irgendwie geht. Gleich sind wir fertig. Nur noch die zwei Klumpen hier. Und dann sind wir fertig. Aber an sich sieht doch die Pflanze eigentlich ganz gut aus, ne? Also zumindest von oben. Hier gucken wir auch ein paar schicke Wurzeln durch. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass das halt wirklich funktioniert. Ich würde auch gerne so ein paar mehr von diesen Videos machen. Das heißt, ich habe da auch noch so ein paar halb sterbende Pflanzen bei mir. die auch noch ein bisschen mehr Liebe gebrauchen könnten. genau, gucken wir mal, ne? So, das ist auch fertig. Oh, guck mal hier. Hier habe ich noch so ganz viele tote Blätter und so. Die mache ich jetzt auch einfach ab. Immer mal Mut zur Lücke. Denn wenn das Ganze sowieso irgendwie in Wasser stehen soll, dann muss das ein bisschen sauber sein. Deswegen habe ich hier auch extra neben mir, hat auch schon so eine Wachstumsbox hingelegt. Wie ihr die aufbaut, da habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht oder wie halt auch immer. Und habe auch schon ein kleines Gefäß mit Wasser bereitgestellt, wo wir die Pflanze gleich reinstellen können. Und ja, gucken wir mal, ne? Was ich halt auch noch ganz interessant finden würde, ist, boah. Okay. Habe ich jetzt gleich Spaß in der Badewanne. Wie und ob Benny Alokasien hinkriegt. Denn ich kann keine Alokasien halten. Ich weiß nicht wieso, aber die gehen mir irgendwie immer nach einer Zeit alle ein, egal was ich mache. Ich habe eine einzige Alokasie. Sieht man die hier irgendwo? Nee, die ist zu weit tief, zu tief in der Mitte. Eine Ventii. Das ist die einzige Pflanze, die wirklich bei mir kommt. Und ich würde gerne so ein paar Experimente machen, ob Benny Alokasien halten kann. Da könnt ihr mir dann dabei helfen, wie ihr eure haltet. Um dann zu gucken, ob ich sie auch in Semi-Hydro halten kann. Das ist so der. Das ist so. Naja, komm, ich nehme jetzt nicht alles. Das ist so die einzige Krux einer Sache. Ich muss sie in Semi-Hydro halten können. Genau, so und wir sind jetzt ja, glaube ich, auch erstmal fertig. Das heißt, ich gehe jetzt mit den ganzen Pflanzen ins Badezimmer und spüle sie einmal so gut durch, wie es geht. Und mache jetzt hier zwischendurch halt immer noch so ein paar tote. Boah, was ist das denn? Richtig eklig. Noch so ein paar tote Sachen ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Guck mal, ich zeige euch die jetzt alle auch schon mal, die wir jetzt gerettet haben. Oder getötet. Gucken wir mal. Okay, das heißt, ich habe das kleine Ding hier. So, guck mal, das sieht ja eigentlich schon mal nicht schlecht aus hier. Das da sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Eins.
Noch ein bisschen was ab. Das hier ist 2. Ja. Kann man theoretisch auch nochmal auseinanderbrechen. Ja, kommt gut zur Lücke. Man muss auch ein paar Pflanzen immer mal ein bisschen. 2. Jo. Dann haben wir jetzt hier auch noch Nummer. Ein kleines Ding, Nummer 3. Und wir haben jetzt hier noch das hier, Nummer 4. Dann haben wir jetzt hier auch noch etwas. Ja, 5. Ich glaube, ich habe jetzt richtig gezählt. Ne, du nicht. Hier noch 2 kleinere. Ja, da kann ich die Pflanzen ja einfach mal quer das ganze Haus verschenken, wenn es was wird, wenn die jetzt alle angehen. Kaltea für alle. Ich denke, jeder sollte eine Kaltea haben. Hier haben wir noch was. Ich finde, die wächst irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Oder bin ich das nur, weil ich irgendwie nur die ganze Zeit nur Philodendrone und Alocasia oder Anthurien gewöhnt bin? Guck, die sind so platt. Seht ihr das? Hm. Okay. Das ist wahrscheinlich bin ich das nur. Was haben wir hier noch? 2. Nee, dich will ich nicht. So, hier haben wir noch eine. Ja. Und was bist du jetzt hier? Oh Gott, ach nee, da vorne sind ja noch mehr. Ach du Scheiße. Ein wunderhübscher Schmetterling, wirst du. Ja, noch mehr. Nee. Ja. Ha. Ha. Warum nicht, ne? Jetzt habe ich hier noch ein paar. Oh je. Yeah. So viel Sand. Das ist schlimm mit den Trauermücken. Okay, guck mal. Jetzt haben wir hier noch eine. Noch ein paar. Na, guck mal, die können wir ja auch noch auseinanderbrechen. Dann können wir das. Ja, hier noch was Kleines. Jetzt brechen wir, glaube ich, das hier noch mal ein bisschen auseinander. So. Ja, schick. Hier noch 2 kleine Teile. So, und damit gehe ich jetzt ins Badezimmer. Werde die jetzt alle schön durchspülen und von der ganzen Erde befreien. Mal gucken, wie es meinem Abschluss gefällt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt die Pflanze erfolgreich von Erde befreit und die wächst wirklich so wie Bambus, habe ich so das Gefühl. Und zwar habe ich die Pflanze sehr schön sauber gekriegt. Das war auch sehr einfach. Ich habe die einfach nur unter Wasser gehalten und schon wurde alles, ist die ganze Erde abgegangen. Also ich habe jetzt hier sehr viel Kalater. Die Wurzeln sehen an sich eigentlich ganz gut aus. Also ich weiß nicht, abgesehen von den leichten Macken an der Oberfläche, weiß ich gar nicht, warum die Pflanze nicht mochte. Also ne, sie sieht jetzt von oben, ist jetzt nicht so hübsch, aber dadurch, dass wir die halt so stark getrennt haben, war es halt wirklich sehr einfach, jetzt hier an diese ganzen Knollen halt ranzukommen, oder und auch in die Mittelstücke hier. Das war wirklich sehr einfach. Ich zeige euch jetzt gleich noch mal so ein bisschen geile Wurzeln. Weil ich weiß, ihr steht auf Wurzeln. Guck mal. Schöne Wurzeln, oder? Also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das funktioniert und dass das halt auch was wird.
Man könnte auch Calathea in Wasser halten. Das heißt, was mache ich jetzt mit der? Wir sind ja Team Semihydro, das heißt nichts Erde, nichts organisch bei uns oder bei mir. Ich habe jetzt hier so ein kleines Becken mit Wasser. Aber ich habe halt auch nichts Kleineres. Und da stelle ich jetzt halt erstmal die ganzen Calathea rein. Die kommen dann in die Wachstumsbox. Das ist eine normale große IKEA-Box. Und dann verschwindet das kleine Ding in mein IKEA-Regal, da wo auch die ganzen anderen Pflanzen drinstehen. Und dann sehen wir uns gefühlt in 2, 3 Wochen wieder und gucken, da ist eine tote Wurzel, wie das weitergeht. Dann können wir die jetzt hier einfach wie so einen kleinen Blumenstrauß da halt so reinstellen. Ja, guck mal, ist doch schön. Genau. Und mal nach so 2, 3, 4 Tagen wechsle ich da halt auch gerne mal das Wasser. Na. weil meistens klebt ja dann da doch immer ein bisschen was dran. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Trips übersehen habe. Der wird sich jetzt wahnsinnig in dieser Box freuen. So, ist schön hohe Luftfeuchtigkeit, überall schöne Blätter. Ja, das ist schön. Guck mal, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man die Pflanzen jetzt hier so einzeln so reinstellt. Vielleicht werde ich ja doch noch der Calathea-Liebhaber. Weiß ich ja nicht. Habt ihr vielleicht halt auch eine Calathea oder so? Weil ich finde, also ich weiß, dass man die irgendwie immer sehr schön im Bauch rauskriegt. Ich persönlich bin jetzt erstmal nicht so der Fan von, weil irgendwie erschreckt mich so dieses Muster so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, so meins ist es nicht. Vielleicht, weil ich auch den Dienst einer Waffe verweigert habe und das mich so ein bisschen an Muster dran erinnert. Ich weiß es nicht. So, jetzt hier ist es jetzt halt erstmal fertig. Hier sind jetzt halt alle Calatheren drin. Die kommen jetzt hier in diese Box. Ich weiß nicht, ob ich sie da reinkriege, weil der Tisch halt so hoch ist. Genau, ich hätte sie da auch gleich direkt reinstellen können. Aber ich glaube, das Ganze wird mir dann heute auch einfach ein bisschen zu schwer. Wachse, wunderhübscher Schmetterling. Und damit sind wir jetzt fertig. Das heißt, mal gucken, ob das Ganze was wird. Weil wenn ja, dann könnt ihr halt auch eure Calatheren halt auch pur im Wasser stellen. Manche stehen ja da drauf. Ah, oh, jetzt passt der Deckel nicht. Okay, kriegst du weniger Luftfeuchtigkeit, lebt damit. Manche stehen ja darauf, ihre Pflanzen pur in Leitungswasser zu stellen. Das hatte ich halt auch mal vor. Der Nachteil ist halt aber, dass ihr die halt wirklich fast regelmäßig das Wasser wechseln müsst. Weil ansonsten fängt das da an zu algen und rumzuschimmeln und das ist irgendwie immer nicht schön. Genau, fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt doch da. Wenn ihr sehen wollt, ob Benny die Pflanze jetzt halt endgültig getötet oder gerettet hat, dann lasst doch ein Follow da. Das ist so in 14 Tagen oder 3 Wochen, dann sehen wir uns mal wieder. Ich habe da auch noch ein paar andere Pflanzen, die ich schon fast getötet habe. Das heißt, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Woff.